Willkommen zu diesem Video, in dem ich erklären möchte, warum es richtig und wichtig ist, Veganer zu sein. Wir sind meiner Meinung nach ethisch dazu verpflichtet, uns rein pflanzlich, das heißt vegan, zu ernähren. Ausgangspunkt der Überlegung sind die UN-Menschenrechte, nach denen jedem Menschen zugestanden wird oder zugesichert wird, dass er ausreichend ernährt wird. Dafür brauchen wir aber ausreichend Landfläche, fruchtbare Landfläche. Und diese Landfläche möchte ich mir genauer anschauen. Das hier gezeigt, die Landfläche in Quadratmetern pro Person, das heißt, ich rechne immer global, das heißt im weltweiten Mittel, die Fläche, die wir brauchen, um bestimmte Dinge quasi bereitzustellen. Das sind zunächst die vollständig pflanzlichen und ausreichenden Nahrungsmittel, dass wir also vollständig ausreichend ernährt sind. Da brauchen wir heute etwa 1400 Quadratmeter für jeden von uns dafür. Und ich nehme an, in den hier und in den folgenden Rechnungen, dass die landwirtschaftliche Produktivität auch in Zukunft weiter so steigen wird, wie sie in der Vergangenheit zugenommen hat. Sodass wir Ende des Jahrhunderts nur noch 800 Quadratmeter brauchen für diese ausreichende pflanzliche Ernährung. Das ist eine etwas optimistische Annahme, denn wir wissen, dass in Deutschland beispielsweise in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels die Produktivität schon ein bisschen abgenommen hat. Okay, aber nehmen wir das mal so optimistisch an. Es wird schlimm genug. Wir wollen aber noch viel mehr auf der Landfläche machen. Wir wollen beispielsweise Biokraftstoffe erzeugen. Biokraftstoffe deswegen, weil wir für Schiffe und Flugzeuge flüssige Kraftstoffe brauchen und die einfachste Art und Weise, die herzustellen, halt eben, wenn es nicht fossil sein soll natürlich, dass wir es aus Biomasse machen. Es geht auch anders, das ist aber viel aufwendiger und teurer. Okay, das ist nicht nur für Flugzeuge und Schiffe hier gerechnet, sondern wir wissen, dass wir auch für manche Prozesse in der chemischen Industrie und in anderen Industriezweigen flüssige oder feste Brennstoffe brauchen, wo wir dann eben entsprechend Biomasse für nehmen können. Außerdem wollen wir BECCS machen. Das steht für Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das bedeutet, wir bauen Pflanzen an, die entziehen der Atmosphäre Kohlendioxid. Die Biomasse, die Pflanzen verbrennen wir dann, erzeugen daraus Strom und Wärme, die wir nutzen. Und aus den Abgasen entfernen wir das Kohlendioxid und pressen das in beispielsweise ausgelaugte Erdgaslagerstätten. Dadurch haben wir effektiv das CO2 aus der Atmosphäre entnommen und weggepackt, sodass es uns hoffentlich zukünftig nicht mehr stört. Und der Weltklimarat zeigt mit seinen Studien nun, oder den Studien, die er zusammenträgt, nun, dass wir das brauchen, zwangsweise brauchen, wenn wir das Klima retten wollen. Wir müssen also aktiv CO2 auf jeden Fall aus der Atmosphäre entfernen, wenn wir das Klima retten wollen. Und das ist eine der Möglichkeiten, eine sehr einfache Möglichkeit, das zu realisieren. Außerdem wollen wir Biomaterialien herstellen. Das heißt beispielsweise, wenn wir kein Erdöl mehr haben, müssen wir Biomasse oder können wir Biomasse nutzen, um damit Kunststoffe herzustellen, Waschmittel herzustellen, pharmazeutische Wirkstoffe. Und natürlich müssen wir auch Baumwolle beispielsweise anbauen. Dafür brauchen wir Fläche und wir haben abgeschätzt, wie viel das ist. Und das ist diese Fläche, die da herauskommt. Ich sollte dazu sagen, das sieht man jetzt ganz schön, dass da so ein Knick ist, immer 2050. Das kommt daher, dass ich in den Szenarien berücksichtige, dass wir eine Übergangsphase bis 2050 haben. Das heißt, danach sind wir dann nachher schön nachhaltig. Aber davor eben passiert ein Übergang und wie das gerechnet ist, das führt halt eben, wie es konkret gemacht ist, quasi zu diesem Knick im Jahr 2050. So, wir wollen aber mehr. Wir wollen auch die Landwirtschaft nachhaltig machen. Das ist aber dummerweise weniger effizient als konventioneller Landbau. Das heißt, wir brauchen mehr Fläche, um das Gleiche zu produzieren. 10-20%. Ich bin hier von dem Mittelwert von 15% mehr Flächenbedarf ausgegangen. Außerdem wissen wir, dass wir für Artenvielfalt, das heißt für Biodiversität, mehr Fläche bereitstellen müssen, die wir nicht nutzen. Das sind also Blühstreifen zwischen den Feldern oder Brachflächen, die wir einfach unbearbeitet lassen für eine gewisse Zeit. Und da schlägt der Naturschutzbund Deutschland entsprechende Flächen vor und das führt dann hier zu etwa 12% nochmal Flächenzunahme, die wir brauchen, um das sicherzustellen. Außerdem wollen wir aufforsten. Das ist auch eine Maßnahme, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Aufforsten und BECCS sind die einfachsten und technisch verfügbarsten Möglichkeiten, die wir heute haben. Beide zusammen in dem Maß, wie es hier gezeigt ist, tragen dazu bei, dass wir Mitte des Jahrhunderts etwa den Klimawandel bei 1,7 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau stoppen können und dass zum Ende des Jahrhunderts die Temperatur sogar wieder unter 1,5 Grad abnimmt. Das heißt, das hilft dann hoffentlich, dass wir die Kipppunkte vermeiden können, vor denen die Klimatologen uns warnen. Nun wollen wir natürlich außerdem uns noch tierbasiert ernähren. Das sind einerseits die Futtermittel
Und zwar müssen wir jetzt hier nur den Mehrbedarf berücksichtigen, weil hier unten war bei dem Pflanzlichen ja schon eine vollständige, ausreichende Ernährung berücksichtigt. Das heißt, wir müssen nur noch jetzt berücksichtigen, wie viel wir den Tieren mehr füttern müssen, als wir hinterher Kalorien herausbekommen, also den Veredelungsverlust ausgleichen und dafür die entsprechende Landfläche hier. Außerdem brauchen wir Weidefläche. Auch da habe ich angenommen, dass die Landwirtschaft, die tierbasierte Landwirtschaft, weiter intensiviert wird wie in der Vergangenheit. Das heißt also auch mehr Stallhaltung, weniger Weidehaltung, die dann dazu führt, dass wir am Ende halt relativ wenig Weide im Vergleich zu dem brauchen, was wir heute praktisch einsetzen. Also deutliche Intensivierung der Landwirtschaft auf allen Ebenen ist hier berücksichtigt. So, das ist das, was wir brauchen, wenn wir nachhaltig uns so ernähren wollen wie bisher quasi. Wie viel haben wir denn verfügbar? Nun, dazu müssen wir uns die verfügbare fruchtbare Landfläche anschauen auf der Erde. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum geändert. Und die müssen wir teilen durch die Anzahl der Menschen. Wir werden aber immer mehr. Das müssen wir also berücksichtigen. Das heißt, die Zunahme der Weltbevölkerung führt dazu, dass pro Kopf, also die Gesamtfläche durch die Anzahl der Menschen geteilt, wir immer weniger verfügbar haben in Zukunft. Das sind heute irgendwie gute 6.000 Quadratmeter für jeden, die wir verfügbar haben. Aber es wird immer weniger werden. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Landwirtschaft immer produktiver wird. Und ich habe jetzt zwei Szenarien berücksichtigt, die das mittlere und das hohe Szenario der UN sind, das heißt in UN-Projektionen. Und ich zeige in einer der Literaturquellen, die ich gleich noch angeben werde, diskutiere ich, warum wir erwarten müssen, dass in diesem Bereich unsere Entwicklung zukünftig landen wird. Dabei ist das eine Projektion in die Zukunft. Wir können nicht wissen, wie es sich entwickelt, weil es ja sehr viele individuelle Entscheidungen sind, wie viele Kinder man bekommt immer. Und das heißt, wir können es nicht wissen. Wir können nur sagen, in diesem Bereich dürfen wir es, wenn wir die Entwicklung in der Vergangenheit so fortschreiben, dann dürfen wir etwa die Zukunft erwarten. Natürlich, je mehr Menschen wir sind, das heißt höheres Bevölkerungswachstum, bedeutet weniger Fläche pro Kopf. Ja, wir teilen durch mehr Menschen die verfügbare Fläche. Und wir sehen nun, dass wenn wir nach dem mittleren, das heißt nach dem optimistischen Szenario gehen, dass wir etwa Mitte des Jahrhunderts keine Landfläche mehr für tierbasierte Nahrungsmittel verfügbar haben, aber dass wir die ganzen Nachhaltigkeitssachen gut erreichen können. Wenn sich das Ganze nach dem hohen Szenario entwickelt, dann reicht diese Fläche nicht mal mehr für die nachhaltigen Dinge. Das heißt, wir müssen versuchen, auch beim Bevölkerungswachstum das eher zu begrenzen. Und das kann man dadurch ein bisschen unterstützen, dass man eben ärmeren Ländern hilft, sich ökonomisch zu entwickeln, weil das typischerweise dazu führt, dass die Geburtenrate etwas zurückgeht. Das heißt also, da haben wir noch einen kleinen Hebel, wie wir da ein bisschen hinkommen können, aber das ist auch nicht beliebig einstellbar, offensichtlich. Wir müssen im Prinzip mit diesem Band hier rechnen. Und das bedeutet nun zweierlei, wenn man sich das anschaut. Das bedeutet einerseits, tierbasierte Nahrungsmittel können wir uns nach keinem dieser Szenarien irgendwie leisten. Wir können aber, wenn man jetzt so ein bisschen hin auch spielt und auch in den Prozenten, kann man vielleicht das 1% noch hin und her schieben irgendwo. Da sehen wir, dass wir es im Prinzip schaffen können, nachhaltig zu werden, wenn wir denn auf die tierbasierte Ernährung verzichten. Und warum die so einen großen Einfluss hat, wird klar, wenn man sich das heute anschaut. Da sieht man den großen Beitrag für Weide- und Futtermittelherstellung. Das sind 80% der Landfläche, die wir für die Nahrungsmittelerzeugung brauchen, auf der wir 17% der Kalorien nur erzeugen. Das heißt, es ist ein marginaler Beitrag, total ineffizient, die tierbasierte Landwirtschaft. Und wenn wir darauf verzichten können, dann sind wir in der Lage, halt eben Nachhaltigkeit herzustellen und alle Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Dabei ist es so, dass ja heute schon 9% der Menschheit hungern. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie ein Zukunftsszenario, auch heute schon hungern 9% der Menschen hier auf dieser Erde, jetzt gerade. Und die Zahl dummerweise steigt. Das heißt, wir sehen auch da, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, wir nicht erwarten können, dass wir das Ziel erreichen, was die UN im Augenblick hat, in den Sustainable Development Goals, also diesen UN-Nachhaltigkeitszielen, den Hunger bis 2030 zu besiegen. Das wird nicht gelingen, wenn wir einfach so weitermachen. Da müssen wir fundamental was ändern. Eben beispielsweise, wenn wir diese ganzen Nachhaltigkeitsdinge noch im Kopf haben, dann müssen wir auf vegane Ernährung umstellen. Wir sehen aber gleichzeitig, wie gesagt, dass wir es eben, wenn wir umstellen, auch schaffen können. Das heißt aber auch andersrum ausgedrückt, auch heute die Leute, die Tiere essen, sind dafür verantwortlich, dass die Menschen am anderen Ende der Welt hungern, einerseits, und dass auf der anderen Seite eben am Amazonas der Regenwald gerodet wird, um dann da Futtermittel zu produzieren und Bioenergie zu produzieren. Das sind die Dinge, für die es da genutzt wird. Das heißt aber letztendlich, auch das bedeutet, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen, dass wir ethisch verpflichtet sind dazu, uns vegan zu ernähren, und wenn wir es tun, können wir es denn auch schaffen. Damit bin ich am Ende dieser Argumentationskette. Ich hoffe, dass ich das habe vermitteln können.
ein bisschen was zu den Quellen. Einerseits gibt es noch ausführlichere YouTube-Videos, eine ganze Serie quasi, wo man das nachschauen kann, abgesehen von meinen sonstigen fachlichen Dingen. Dann eine Publikation hier in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die frei zugänglich ist. Auf meiner Webseite habe ich auch ein paar Argumente zusammengesammelt und wer es ganz genau wissen möchte, kann hier in dem Buch nachlesen. Damit hoffe ich, dass ich erklärt habe, nachvollziehbar erklärt habe, warum es so wichtig ist, dass wir uns vegan ernähren. Damit schaffen wir uns halt die Freiräume, die wir brauchen, um nachhaltig zu leben einerseits und auf der anderen Seite alle Menschen ernähren zu können. Vielen Dank.